Schnell nochmal speichern. Das hat jetzt nicht funktioniert. Dann lade noch mal kurz rein. Keine Zeit verschwenden hier. Ich will jetzt nämlich noch mal einmal zu ihr gehen. Und ich sollte in den Körper gehen. Silber ist wahrscheinlich jetzt draußen. Nee, noch nicht ganz. Nee, passt noch alles. Passt noch alles. Smaragd haben wir auch noch. Ich gehe noch mal kurz in den Körper. Ich glaube, die Wächter kommen gleich. Jetzt ist sie nämlich leer. Wie machen wir das jetzt? Dann setzen wir hier schon mal Gold rein. Vertrauen für die Wächter, Vertrauen für alle anderen, Vertrauen für uns alle. Und schnell zu ihr rein. Jetzt bin ich gespannt. Es regnet auch grün und wahrscheinlich silber vom Himmel, auch wenn es nach blau aussieht. Wunderschön. Wow, ganz anders schon wieder. Und hier auch eine Spiegelung wie ein Halbmond. Ich guck mal kurz raus. Und so schön Türkis. Boah, ich liebe Türkis. Wow. Wow. Ein Mond. Ein gestrandetes Boot. Überhaste nichts und verschwende nichts umsonst. Die Brüder werden nicht wiederkehren. Es ist also die ganze Farbe, die du hast. Sicher, dass die nicht wiederkehren? Ich glaube nämlich schon. Und hier weht sogar Wind. Das merkt man auch, das Wasser ist viel mehr in Bewegung als bei unserer namenslosen Fürstin. Das erinnert mich gerade an die Expo 2000. Warum auch immer. Irgendwie war da auch so ein Raum. Das war so ein ganz großer, schwarzer, dunkler Raum. Und da war auch irgendwie hinten was Türkises. Ich weiß nicht, warum mich das da gerade so dran erinnert. Wow. 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 Also das gefällt mir hier genauso wie bei der Ava. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. So ruhig und so gelassen und so entspannend. Schaust du den Mond an? Ja. Upsala. Aber
von deiner Sicht, siehst du ihn da überhaupt? Wenn ich jetzt mal zu dir hier rüberkomme. Ich habe mich ja gerade so hingestellt. Upsala. Ja, ich weiß, ich muss unbedingt aufhören. Die Frames machen auch nicht mehr so mit. Ja doch, du siehst ihn schon gut. Und sie schaut mich auch gar nicht an, im Gegensatz zum Beispiel zu Ava oder zu unserer Namenslosen. Halt, ich möchte ihre Augenfarbe auch nochmal sehen. Da sehe ich ihn auch im Wasser spiegeln. Okay, die Frames könnten auch am Wasser und allen anderen liegen. Ja, doch sehr silbermäßig auch. Ich meine, sie an sich ist ja schon total silber. Verschwendung. Glück. Wessen Seele bist du? Wow. Du hast dich verlaufen. Tod ist unten in den Albträumen, wo es dich Atom für Atom zerlegt. Unsere Lehre hat ihre Seele ebenfalls verloren. Jetzt nennen wir sie Schläfer. Eine verlorene Seele kann nur 2 Monate, 24 Tage und 24 Stunden überleben, bevor sie für immer stirbt. Du kannst hier bleiben, aber wozu? Die Farbe ist fort. Du bist sowieso tot, oder nicht? Oder kannst du mir etwas Smaragd oder Silber geben, die ich liebe? Weißt du, wie das geht? Ja. Sie ist so ein bisschen arrogant, möchte ich sagen. Und sehr stolz. Und schaut, wie sie da sitzt. Die andere war so verführerisch. Und unsere Namenslose, unser namenslose Mütterchen, nenne ich sie mal, ist sehr in einer Schutzstellung, in einer Embryonalstellung. Und hier, sie ist sehr offen und sagt, ich bin hier und sitze auf meinem Thron und nun gib mir das, was mir zusteht. So ungefähr. Krass. Ja, also wir haben echt einiges im Angebot für dich. Wie viel ist denn das eigentlich? 72. 36 sogar schon umgewandelt. Sehr schön. Hat sie gerade die Beine kurz geöffnet oder andersrum geschlagen? Worauf schaust du, Seele? Ja. Dein Herr hörte auf zu leben, also musstest du sterben. Mhm. Es war Zufall, dass du in die Leere gestolpert bist, in den Körper eines anderen armen Kerls, der lebendig stirbt. Will der, der dich verloren hat, dich zurück? Mhm. Was glaubst du? Fragst du dich, ob er versucht, seine Seele, also dich, zurückzugewinnen? Nun, wohl kaum. Es kümmert ihn nicht. Niemanden kümmert noch irgendetwas. Und keine weiß, weil es allen egal ist. Ihm, jetzt verstehe ich es auch, ihm bleiben nur noch 12 Stunden. Meinem Körper. Meinem Körper bleiben noch 12 Stunden. Ansonsten sind wir für immer getrennt und verloren. Und auf jeden Fall, wo sie gerade die Beine so geöffnet hat oder andersrum geschlagen hat oder wie auch immer, das hat mich gerade total an. Es ist doch Basic Instinct, ne? Mit Kim Basinger. Das hat mich gerade voll dran erinnert. Und genauso, ja, nee, ja. Ja, keine Ahnung. So, was haben wir noch für dich? Wir haben noch was. Na, 8. Kriegen wir da noch was hin? Ja. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Es gab eine Zeit, als es verboten war, Farbe zu geben. Die Wächter exekutierten jeden, der diesen Bann brach. Aber als die Farbe ausblieb,
zogen sie hinterher und baten um Vergebung. Aber sie sind machtlos, weil sie die Stimme der Farbe nicht hören können. Und sie glaubten uns Schwestern nicht, dass wir sie hörten. Also kannst du uns zufriedenstellen und unsere Herzen füllen, wenn du willst. Aber es kümmert dich einen Dreck, oder? Geh, faule Seele, Tod wartet auf dich. Nein, es kümmert mich eigentlich nicht einen Dreck. Auch wenn du das aus deinem Thron so meinst. Stimmt nicht. Ich würde mich schon gerne um euch kümmern, aber eigentlich will ich wirklich interessanterweise doch nur hauptsächlich meinem Mütterchen helfen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und natürlich auch meinem Körper, der mich vielleicht noch braucht. Aber ich glaube, wir kriegen das hier aber auch nicht voll bei ihr. Das hat nicht funktioniert. Das hört sich interessant an beim Sie. Na komm, das kriegen wir noch hin. Diese blöden Frames. Hallo, das war doch jetzt gerade korrekt. Das muss doch gehen. Willst du mich denn jetzt gerade verarschen? Dankeschön. Geht doch. Ich glaube, sie ist ein bisschen verspannt. Vielleicht braucht sie eine Nackenmassage. Kriegen wir auch hier mit den 7 das noch hin? Mit den 8 haben wir es doch eben vom Smaragd auch hinbekommen. Ja, geht. Komisch, warum es manchmal nicht geht und dann geht's wieder. Ja, gut, jetzt haben wir aber leider nichts mehr für dich. Ich würde dir gern was geben. Kannst du mir vertrauen, aber ich habe halt echt einfach nichts mehr. Sorry. Das nächste Mal wieder. Wow. Wow, 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 wow. Sehr schön. Und auch ein ganz anderer Charakter. Geh nochmal zurück. Dankeschön. Ich will doch nochmal ganz kurz meinen Körper vorsichtshalber auffüllen. Falls hier irgendwas... Ich hätte vielleicht mehr Gold reinpacken sollen, wegen Vertrauen. Muss ich dran denken, das nächste Mal wieder. Das füllen wir nochmal kurz um. Aber dann höre ich auch auf. Eigentlich müssten ja jetzt die Wächter kommen. Wenn es mich nicht täuscht. 19, wie viel haben wir da drin? Ja. Du hast nicht genügend Farbe in dir. Ich weiß. Wenn du die Kammer verlässt, wirst du sterben. Mhm, ich weiß. Azur. 53. 55. Ach so. Hier ist mehr. Warte mal, ich will gar nicht so viel Gold reinpacken. Danke. So. Ja, doch ein bisschen mehr vielleicht doch noch. Ja, passt schon so. Okay. Wie sieht's hier aus?
Hier ist doch alles leer, kann das sein? Haben wir noch irgendwie... Wir haben ja nichts mehr, ne? Jetzt kommen sie.